Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Langendamm. Und wir schauen uns jetzt mal diesen Abräumbehälter an. Also ich habe gerade im Wechsellader gesehen, wie er das Fahrzeug abgesetzt hat. Sehr gut. Und ich mache das jetzt gemeinsam mit dem Ortsmeister, mit dem Michael. Maschinist und Ortsmeister. Michael, grüß dich. Und, hi. So, im letzten Video haben wir ja schon diesen schönen Abräumbehälter gesehen. Was haben wir denn hier für einen? Ja, hier ist unser Abräumbehälter Hygiene Logistik. Den haben wir quasi neu durch die Stadt Nienburg bekommen. Ja. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Nienburg und der Gemeinde Himsen. Aha, okay. Und als Zusammenarbeit quasi? Zusammenarbeit. Das heißt, wenn ein Einsatz ist, ab einem bestimmten Alarmierungsstichwort? Der Einsatzleiter fordert uns an. Ach so, nicht automatisch? Nein. Ah, okay. Einsatzstellenhygiene und dann fahren wir dorthin. Macht ihr sonst irgendwie Einsatzstellenhygiene? Macht ihr das im kleinen Rahmen für euch selber, wenn kleine Brände sind oder sowas? Oder? Das entscheidet der zuständige Ortsbaumeister oder Einsatzleiter. Ich meine, gibt es das denn? Habt ihr sowas irgendwie am Fahrzeug, das euch abspült oder irgendwie was? Oder? Das ist auch vorhanden, ja, aber nicht flächendeckend, weil es ja erst in den letzten Jahren in Mode gekommen ist. Genau, in Mode gekommen. Wer kann man so sagen? Okay, also das heißt, diesen Abräumbehälter gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's. Gut, dann gehen wir mal rein. Aber wir haben ja auch noch eine Markise drüber, die wir aber jetzt nicht aufbauen, weil es ein bisschen windig ist. Ja, okay. Nee, wäre zu ruhig, aber man kann sie oben hier rausziehen, quasi wie beim Wohnwagen-Wohnmobil. Sehr schön. Das ist hier unser Hygieneraum. Sprich, hier ist nur das Personal drin, was diesen Container betreibt. Und in diesen Boxen, die hier zu sehen sind, ist alles drin, was man an der Einsatzstelle zum Umkleiden und nach dem Umkleiden braucht. Mich interessiert natürlich jetzt der Ablauf. Als Einsatzkraft, ich komme als AGT vom Einsatz, wie läuft das denn ab? Die Einsatzkraft kommt zum Container, reinigt sich einmal grob, Hände waschen, Gesicht waschen, zieht dann die Einsatzkleidung aus, tut die in diese Boxen rein und bekommt dann einen Trainingsanzug ausgehändigt und ist quasi schon mal sauber. Okay. Das heißt dann auch, das Personal, was dabei unterstützt, ist dann auch dementsprechend geschützt? Das Personal, was diesen Container betreibt, hat im Einsatzfall einen Einweganzug an, Einweghandschuhe, Atemschutzmaske und das zur Not je nach Einsatzlage auch noch abgeklebt oder nicht abgeklebt. Ja, also da sieht man genug Hygiene, Handschuhe und so weiter. Okay, hier die Ladungssicherung nochmal verladet, aber das ist ja ganz schön großräumig, ne? Oder? Im hinteren Bereich haben wir darauf Wert gelegt, dass hier 6 Paletten reinpassen, 6 Euro Paletten. Und das ist auch so umgesetzt worden in der Bauplanung. Und im vorderen Bereich, das ist halt dann quasi der Rest vom Container geworden. Hier im vorderen Bereich ist nur Weißbereich, also hier kommt keine Einsatzkraft rein. Hier ist nur ausschließlich für das Personal dieses Hygienecontainers Aufenthaltsraum. Das heißt auch dann, würden auch hier die Jogginganzüge liegen und sowas? Oder? Genau. Zum einen haben wir hier die Einwegschutzanzüge für unsere Einsatzkräfte. Ja. Die sind hier drin, Größe XXL. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel T-Shirts, Trainingsjacken, Badelatschen, Socken. Alles, was man so an der Einsatzstelle noch so brauchen könnte, woran man nachts zum Beispiel nicht direkt gedacht hat. Wir haben zum Beispiel auch Taschentücher mit, Darmhygienematerial. Okay, und Laptop-Zubehör, Büromaterial, ist alles so mit dabei. Aber ist natürlich ein toller Raum, ne? Und darunter ist jetzt Wasser noch? Oder? Hier unter der Sitzbank haben wir noch einmal Mineralwasser für die Einsatzkräfte, die diesen Container bedienen und betreiben drinne. Außerdem ist hier noch eine Standheizung und Klimaanlage mit verbaut. Ah, okay. Also an alles gedacht. Klasse. Und hier können wir nochmal dokumentieren, was man vielleicht an Logistikaufwand hat. Die Dokumentation, welcher Trainingsanzug, welches T-Shirt wohin gegangen ist. Im vorderen Bereich haben wir noch einen Lichtmast, der bis 5 Meter über Grund ausgefahren werden kann. Ergänzend zur Umfeldbeleuchtung des Containers, dann hat man das immer schön hell an der Einsatzstelle. Jetzt nochmal zum Einsatzfahrzeug an sich. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Scania. Den Wagen haben wir gebraucht gekauft. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Gute Motorisierung mit knapp 490 PS. Aber das konnten wir uns in dem Fall nicht aussuchen. Das war einfach mit drin.
Die bittere Pille kann man mal schlucken, ne? Ja, genau. Genau, dieses Fahrzeug war mal ursprünglich ein ganz normales Fernfahrerfahrzeug für mit Hakenaufbau. Und dementsprechend sind hier noch die Betten drin, hier ist ein Kühlschrank drin und das alte Mobiltelefon. Sie haben da Lidlampe, ne? Feuerwehrmäßig customized. So, ne? Genau, als der Umbau stattfand zu dem Feuerwehrfahrzeug, wurde hier ein Funkgerät eingebaut, das Navi und die Adalidlampe, Blaulicht aufs Dach und ein paar Blitzer, Frontblitzer. Okay, und dann habt ihr tote Winkelkamera quasi, ne, zum Abbiegen. Totwinkelassistent. Rückfahrkamera und die Kamera, wo man sieht, was der Container hinten oder der Absetzbelt da gerade macht. Für den ersten Moment im Einsatzfall haben wir hier vorne noch Batterien drin, um uns zu versorgen. Ah, das ist ja cool. Und im weiteren Einsatzverlauf machen wir unseren Strom einfach selber. Ja, klasse. Also hier drin versteckt. Ah, das ist ja auch praktisch, ne? Du kannst ja auch aufgesattelt, wollte ich schon sagen, aufgerollert, ja, aufgewechselladert. Jeweils, wenn da der Container oben drauf steht, quasi, könntest du auch schnell auch so arbeiten. Ne? Genau. Halb runterfahren, das ist ja total praktisch. Man könnte es auch noch gleich schräg stellen, dass man so ein bisschen auch rauf geht. Geht ja, wenn alles, das ne? So zulässig ist, bestimmt. Ja, aber ich meine, aber das ist ja eine Not, kein Gebot, wenn man keinen Platz hat zum Absetzen. Finde ich das, ja. Bei Absätzen brauchen wir immer eine gewisse Länge und wir sagen, nein, das muss dahin, aber wir haben nicht mehr Platz in der Innenstadt. Dann können wir so arbeiten. Können wir so arbeiten, also ich finde das total gut. Not kennt kein Gebot, das ist der Satz des Ortsbaumeisters. Okay, nee, aber Hammer-Konzept, oder? Was sagt ihr? Ist doch mega, oder nicht? Sowas verhindert langfristige Erkrankungen von Einsatzkräften, die es letztendlich auch ehrenamtlich machen. Ich meine, auch für Geld, wenn ich es beruflich mache, möchte ich deshalb auch nicht sterben nach dem Einsatz. Also letztendlich für Einsatzkräfte ist es ja wohl das Mindeste, dass man sich darum kümmert, dass sie wieder gesund nach Hause kommen. Und das finde ich super von euch. Hab mich nicht enttäuscht. Aha. Micha, okay. Du cooler Ortsbaumeister. Nein, ich finde es immer gut. Ich merke es auch, wenn der Ortsbaumeister locker ist. Ne, Fisch am Kopf und so weiter. Bei dir sympathisch, passt. Deshalb bin ich sicher, hier läuft es Bombe. Dankeschön. Es gibt eine Tradition. Vorher wie die Prüfsiegel. Ich bin ganz stolz, wenn ich in diesem Wechselladerfahrzeug das mal reinkleben darf. Ja. Darf ich das? Oh, du machst schon die Tür auf. Los geht's. Nicht so lang schnacken. Mach schon. Aber hier schön. Sehr schön. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert. Y-Tours auf Reisen. Jo, was ist denn hier heute los, Hammer? Wie auf einer Autobahn.